In der ersten Aufgabe war eine Ladung in Abhängigkeit der Zeit gegeben in einem Diagramm. Die horizontale Achse ist die Zeitachse. Hier steht T dran und die Einheit waren Millisekunden, das waren 10 und hier soll mal die 20 sein. Und das hier war die Ladung in Abhängigkeit der Zeit und zwar in Millikulomb oder in Milliampersekunden. So, und die Achse war so skaliert, dass hier ungefähr minus 5 waren und hier oben waren plus 5 und im ersten Zeitabschnitt stieg diese Ladung von minus 5 bei 0 Sekunden auf plus 5 Milliampere Sekunden bei 20 Millisekunden an. Und die Aufgabe war jetzt erstmal, das durch eine Gleichung zu beschreiben. Der Graph dieser Funktion ist eine Gerade, das heißt die Gleichung, die dahinter steckt, ist eine lineare Funktion. Wenn man diese lineare Funktion aufschreiben will, braucht man den Anstieg. Da kann man sich hier so ein Anstiegsdreieck denken mit einem horizontalen und einem vertikalen Anteil und kann sich denken, dass der vertikale Anteil nur von minus 5 auf plus 5 Milliampere Sekunden, dann sind das hier 10 Milliampere Sekunden. Und das sind hier 20 Millisekunden. Also ist das Anstiegsdreieck 10 Milliampere Sekunden vertikal und 20 Millisekunden horizontal. Das Ganze mal die Zeit. Und dann braucht man noch den Achsenabschnitt. Und der Achsenabschnitt sind das hier. Ich habe jetzt Plus geschrieben, wäre besser, wenn man eigentlich gleich Minus geschrieben hätte. Minus 5 Milliampere Sekunden. So, jetzt kann man dann noch mal kurz eine Probe machen, wenn man für t gleich 0 einsetzt, also an der Stelle hier, dann fällt der ganze erste Term weg, dann bleiben nur die minus 5 Milliampere Sekunden über und wenn wir jetzt zum Beispiel mal hinten die 20 Milliampere Sekunden einsetzen, dann stehen da 20 Millisekunden, die kürzen sich mit den 20 Millisekunden weg, dann bleiben 10 Milliampere Sekunden über, 10 Milliampere Sekunden minus 5 Milliampere Sekunden macht genau 5 Milliampere Sekunden, das ist genau das, was wir hier halt haben. Und wenn so eine lineare Funktion an zwei Punkten stimmt, dann stimmt die auch an allen anderen Punkten. Können wir auch mal zum Beispiel in der Mitte ausprobieren. Wenn wir 10 Millisekunden einsetzen, kürzen sich die Millisekunden weg. 10 durch 20 sind 1,5. Die Hälfte von 10 Milliampere Sekunden sind 5 Milliampere Sekunden. Minus 5 Milliampere Sekunden ergibt genau 0. Und an der Stelle haben wir auch hier eine Ladung von 0. Also passt das. Und da sollte man jetzt dann im nächsten Schritt den entsprechenden Strom draus ausrechnen. Wie ergibt sich der Strom? Der Strom ergibt sich, indem man die Funktion der Ladung nach der Zeit ableitet. Wenn wir das hier vorne ableiten, hier kann man jetzt natürlich mal das noch irgendwie wegkürzen und kann die Millis wegkürzen und kann die Sekunden wegkürzen. Dann bleibt dann halbes Ampere über mal t. Wenn man das nach t ableitet, kommt da genau das 1/2 Ampere raus und hinten die Ableitung dieser Konstanten ist 0. So, und das sollte man dann auch nochmal zeichnen. Da male ich mal hier unten ein zweites Diagramm hin und skaliere mal die Achse so ein bisschen anders, weil da kommt noch für einen zweiten Zeitabschnitt was hinzu. Also das ist auch wieder die Zeit in Millisekunden. Ich mache mal das Milli hier oben noch ein bisschen schöner, sieht ein bisschen wie Nano aus. Also das soll Millisekunden sein. Und das ist jetzt hier der Strom I von t und der hat natürlich die Einheit Ampere. So, und der soll jetzt ein halbes Ampere groß sein. Und jetzt muss die Achse hier mal so ein bisschen skaliert werden. Also wir brauchen nachher noch ein bisschen kleinere Ströme. Deswegen passe ich das hier schon mal so ein bisschen an. Also hier soll mal 2 sein und minus 2, minus 4, minus 6, minus 8 und minus 10. Und in dieser Skalierung ist natürlich ein halbes Ampere nicht so wahnsinnig viel. Das ist hier oben ungefähr so. Und bis zu dem Zeitpunkt 20 Millisekunden, wenn wir das hier oben so weiterzeichnen, da sind wieder die 20 Millisekunden, hier wären die 10 Millisekunden. In diesem Zeitbereich ändert sich die Ladung linear und deswegen ist der Strom konstant. So, das war sozusagen die eine Hälfte der Aufgabe und dann hatte die Aufgabe noch eine zweite Hälfte.
Und zwar sollte sich hier der Strom anhand einer E-Funktion ändern. Und die sah ungefähr so aus. Und da stand auch dran, das hier ist eine E-Funktion. Und zwar mit einer Zeitkonstanten Tau, die sollte eine Millisekunde sein. Ja, und dann fing die auch genau da oben an dem Punkt an. Ist natürlich klar, die Ladung ist eine Erhaltungsgröße, die darf nicht springen. Also das muss schon kontinuierlich ineinander übergehen, diese beiden Funktionen. Deswegen fängt diese E-Funktion eben auch bei 5 mA an. Und dann näherte die sich hier unten auch asymptotisch diesen minus 5 mA an. Und jetzt für diesen zweiten Abschnitt, also dass hier oben die Gleichungen gelten für den ersten Zeitabschnitt. Und jetzt ging es noch darum, für den zweiten Zeitabschnitt das nochmal genauso zu machen und genauso aufzuschreiben. So, und jetzt kann man sich natürlich irgendwie so ein bisschen, also jetzt muss man sich überlegen, wie kann man halt diese E-Funktion aufschreiben. Und jetzt mache ich mal hier neben einfach noch eine neue Hilfsskizze und sage, das ist die Zeit und das wäre jetzt wieder die Ladung Q von t. Ich schreibe jetzt mal hier keine Einheiten und keine Achsenskalierung dran, weil auf die kommt es jetzt nicht so wirklich an, sondern eher auf den generellen Verlauf der Funktion. Und zwar, ich nehme jetzt mal verschiedene Farben. Und wenn man mal anfangen würde und sagen würde, Q von t ist eine E-Funktion, also irgendwie e hoch t, ja, dann funktioniert das schon mal nicht, weil man kann nicht e hoch t rechnen, man kann nicht e hoch eine Zeit rechnen, man kann nur e hoch eine Zahl rechnen. Und deswegen steht ja auch diese Zeitkonstante da und damit ist auch klar, wie diese Zeitkonstante hier oben in dem Exponenten verrechnet werden muss. Wir müssen t durch die Zeitkonstante rechnen, damit sich die Einheit der Zeit wegkürzt und man nur e hoch eine Zahl rechnet. Und deswegen ist schon mal klar, dass hier oben irgendwie t durch tau stehen muss und nicht t mal tau. E hoch was Einheitenloses ergibt was Einheitenloses. Hier soll aber eine Ladung rauskommen, also muss hier noch irgendwas davor stehen. Irgendeine Konstante, die die Einheit einer Ladung hat. Die nenne ich mal einfach Q0. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie würde das hier aussehen? Das würde eben so aussehen, diese E-Funktion sieht so aus, wie eine normale E-Funktion aussieht. Also die fängt hier vorne sozusagen asymptotisch bei 0 an. Dann steigt die halt exponentiell an. Und an der Stelle 0, e hoch 0 ist immer 1, dann hätten wir genau diesen Wert Q0, der davor steht. So, jetzt soll unsere E-Funktion aber nicht so aussehen wie diese hier, sondern die soll so aussehen wie die hier drüben. Die soll nicht ansteigen, sondern die soll abfallen, die E-Funktion, und sich asymptotisch einem Wert nähern. Das heißt, wir müssen mal diese E-Funktion irgendwie so ein bisschen umändern und müssen die halt spiegeln. Also alles, was bei positiven Zeiten ist, muss zu negativen Zeiten. Alles, was bei negativen Zeiten ist, muss zu positiven Zeiten. Wir müssen diese Funktion an der Y-Achse, an der vertikalen Achse spiegeln. Wie spiegelt man eine Funktion an der vertikalen Achse? Wir, ja, müssen aus negativen Zeiten müssen positive Zeiten werden, aus positiven negative. Das heißt, es muss ein Minus vor das t. Wenn wir die e-Funktion so aufschreiben, dann diese grüne e-Funktion, die sieht dann genau so aus. Die fällt eben ab und nähert sich asymptotisch der Null an. Die fällt jetzt nicht ganz so steil ab wie diese hier, aber das ist jetzt auch nicht so entscheidend. Das regelt nachher eigentlich am Ende diese Zeitkonstante bzw. die Skalierung der Achse hier. So, jetzt können wir weiter gucken. Jetzt soll unsere E-Funktion aber eben nicht auf 0 abfallen, sondern die soll bitte schön auf minus 5 mA abfallen. Das heißt, wir müssen die E-Funktion nehmen und müssen die irgendwie verschieben, und zwar in vertikale Richtung, in Richtung der Ladungsachse. Wie verschiebt man eine Funktion in vertikaler Richtung, indem man von ihr was abzieht? Also wir brauchen Q0 mal e hoch minus t durch tau. Und dann müssen wir, wenn die nicht auf 0 abfallen soll, sondern auf 5 Milliampere Sekunden, müssen wir von der halt 5 Milliampere Sekunden abziehen. Und damit nehmen wir diese grüne Funktion und verschieben die nach unten. Ich verschiebe die jetzt mal irgendwie ganz allgemein nach unten. Also hier steigt natürlich immer noch genauso schnell an. Und hier unten, da wo jetzt die Asymptote ist, da wären jetzt die 5 Milliampere Sekunden. Da ist genau das, was wir hier abgezogen haben. So,
Jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt ist halt die Sache, also irgendwie muss die noch ein bisschen nach hier verschoben werden, weil die soll natürlich erst hier hinten bei diesen 20 Millisekunden anfangen abzufallen. Das heißt, wir müssen die Funktion in diese Richtung jetzt verschieben. Ja, eben haben wir die vertikal verschoben, jetzt müssen wir die horizontal verschieben. Wie kann man eine Funktion horizontal verschieben? Indem man direkt an dem t was rumbastelt und was modifiziert. Und wir wollen die ja nach da verschieben zu größeren Zeiten. Also müssen wir von der Zeit immer ein bisschen was abziehen. Also brauchen wir q von t ist q0 mal e hoch minus. So, und jetzt kommt, also ziehen wir eben, um die Funktion hier nach rechts zu verschieben, noch 20 Millisekunden ab. Rechnen immer noch durch die Zeitkonstante tau und dann nach der E-Funktion kommen immer noch die 5 Milliampere Sekunden abgezogen. Und jetzt ja, wird schwierig, das sozusagen darzustellen. Ich versuche das mal so ein bisschen. Jetzt haben wir halt eine Funktion, die immer noch hier unten sich asymptotisch der den minus 5 Milliampere Sekunden annähert, aber die wir jetzt eben um 20 Millisekunden hier in diese Richtung verschoben haben. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist irgendwie diese Höhe hier, ne? Also wir müssen festlegen, dass die Funktion, wenn wir für t gleich 20 Millisekunden einsetzen, dann soll die halt auch genau bei 5 Milliampere Sekunden anfangen. So, wenn man jetzt mal für t 20 Millisekunden einsetzt, dann steht da halt 20 Millisekunden minus 20 Millisekunden, das macht 0. E hoch 0 ist 1. Ja, also diese ganze E-Funktion wird eine 1. Und jetzt ist die Frage, wie groß muss das Q0 sein, damit das Q0 minus 5 Milliampere Sekunden Milliampere Sekunden ist. Und daraus folgt natürlich, dass Q0 muss 10 Milliampere Sekunden sein. Und der Faktor hier vor, der skaliert die Funktion in vertikaler Richtung nach oben und unten. So, also das Q0 ist 10 Milliampere Sekunden. Jetzt können wir noch mal sozusagen eine Probe machen und genau die Zeit 20 Millisekunden einsetzen. 20 minus 20 Millisekunden ist 0, e hoch 0 ist 1, steht da 10 Milliampere Sekunden minus 5 Milliampere Sekunden, kommt genau dieser Punkt dort oben raus. Und wenn wir jetzt mal sehr große Zeiten einsetzen, keine Ahnung, eine Sekunde oder sowas, dann ist eine Sekunde minus 20 Millisekunden ist immer noch ungefähr eine Sekunde. Eine Sekunde durch eine Millisekunde ist 1000 und e hoch minus 1000 ist sozusagen 0. Also das heißt, der ganze Term hier vorne fällt weg und dann bleiben nur die minus 5 Milliampere Sekunden über und das ist genau das, wohin wir uns hier hinten asymptotisch annähern. So, also passt das. Das ist genau die E-Funktion, die man jetzt braucht. Und jetzt sollte von der wieder der Strom ermittelt werden. Ich nehme mal wieder schwarz und der Strom ist dann natürlich genauso wieder die Ableitung der Ladung in Abhängigkeit von der Zeit nach der Zeit. Und jetzt müssen wir diese E-Funktion ableiten. Und da steht erstmal ein konstanter Faktor davor, nämlich das Q0. Da setze ich jetzt mal den Wert ein. Diesen konstanten Faktor kann man laut Faktorregel einfach abschreiben. Das sind 10 Milliampere Sekunden. So, dann haben wir die Ableitung der E-Funktion. Die E-Funktion abgeleitet bleibt die E-Funktion. Also e hoch minus t minus 20 Millisekunden durch tau. Und dann, weil das eine verkettete Funktion ist, brauchen wir noch die innere Ableitung. Und die innere Ableitung ist, wenn wir den Exponenten nach t ableiten. Und dann ist das der Faktor, der vor dem t hier vorsteht. Das ist das Minus und das ist das 1 durch tau. Und der kommt hinten noch mit dazu. Also mal Minus und mal 1 durch tau. Und für das tau kann man jetzt einsetzen, dass das, mach mal hier die Klammer noch mal weg, dass das Tau eben eine Millisekunde ist und dann kürzen sich hier die Milli weg und die Milli und die Sekunden und die Sekunden und dann kommen da halt 10 Ampere raus mit einem Minus davor sind halt minus 10 Ampere und das ist auch gut, dass da Ampere als Einheit rauskommt, weil wir wollen ja einen Strom haben. Also minus 10 Ampere mal E hoch minus T minus 20 Millisekunden und durch tau in dem Exponenten. Und wenn man das jetzt zeichnet, ja, dann kann man sich auch wieder überlegen, na, das muss aussehen wie eine E-Funktion. Und das muss jetzt eigentlich aussehen wie diese grüne E-Funktion hier, ne?
Bloß, dass da halt noch ein Minus davor steht. Also wie diese grüne E-Funktion, bloß was macht das Minus vor der Funktion? Das spiegelt das an der Zeitachse, das spiegelt das an der horizontalen Achse oder wie an der X-Achse. Gehen wir hier ein bisschen die Farben aus. Ich nehme mal hier dieses Pink. Also diese Funktion hier unten, das da, das müsste dann in diesem Diagramm ungefähr so aussehen. Ja, und die grüne Funktion da nach unten gespiegelt. So, und das müssen wir jetzt hier irgendwie, also so muss der Verlauf sein. Und das muss jetzt hier noch in dieses Diagramm rein. Und um jetzt zu gucken, wo das anfängt, setzen wir für T mal wieder 20 Millisekunden ein, weil das ist ja das, wo dieser Bereich anfängt. 20 minus 20 ist 0, E hoch 0 ist 1. Dann starten wir bei minus 10 Ampere. Deswegen hatte ich hier die Achse auch schon mal bei minus 10 Ampere skaliert. Also hier springt der Strom runter auf minus 10 Ampere. Und dann steigt der Strom eben anhand dieser Form an, mit einer Zeitkonstante von einer Millisekunde, also ungefähr genauso steil wie hier oben in dem Diagramm. Und ja, nähert sich asymptotisch gegen 0, also nähert sich hier an die Zeitachse an. Und dann sieht der Strom so aus. Also steigt eigentlich ein bisschen steiler an, ist jetzt, ne, das wären jetzt hier nicht wirklich eine Millisekunde Zeitkonstante. Diese eine Millisekunde Zeitkonstante ist super steil, also man müsste hier eine Tangente an die Kurve ranzeichnen. Ich mache das mal mit diesem dünnen Blau, also eine Tangente an die Kurve ran, und diese Tangente müsste die Kurve hier sozusagen bei 21 Millisekunden oder bei 20 plus Tau schneiden. Dann wäre die Zeitkonstante von dieser E-Funktion genau 20 Millisekunden. So, jetzt kann man sich das nochmal irgendwie überlegen, ob das so passt grafisch. Der Strom ist die Ableitung von der Ladung. Ableitung heißt grafisch sowas wie der Anstieg dieser Funktion. Hier oben ist der Anstieg von dieser Funktion positiv, aber nicht so wahnsinnig steil und konstant. Deswegen kommt hier eine Konstante raus, eine positive, die relativ klein ist. Und jetzt wird der Anstieg auf einmal, wird der Anstieg ganz stark negativ. Und dann bleibt der negativ, das fällt ja immer weiterhin noch ab, aber wird vom Betrag ja immer kleiner und irgendwann ist der Anstieg 0. Und jetzt können wir gucken, hier unten wird der Strom dafür eben negativ und bleibt dann negativ, wird aber immer weniger negativ, vom Betrag her immer kleiner und geht halt vom Betrag her gegen 0. Also passt das soweit. So, was waren dabei so die typischen Fehler oder was waren so die häufigsten Fragen? Eine der häufigsten Fragen war erstmal: Kann man das, darf man das, muss man das abschnittsweise machen? Ja, natürlich muss man es abschnittsweise machen. Hier ist es eine lineare Funktion, hier ist es eine E-Funktion. Man tut ganz gut daran, natürlich das in zwei Abschnitte 1 und 2 aufzuteilen. Nächste Frage war, was ist unter dieser Zeitkonstante zu verstehen? Habe ich ja hier, glaube ich, versucht ganz gut zu erklären mit der E-Funktion, wie diese Zeitkonstante da reinspielt. Die muss halt die Einheit der Zeit in diesem Exponenten kompensieren, weil man nicht E hoch eine Einheit rechnen kann. So, die typischen Fehler waren, soweit ich das überblickt habe, dass, ja, wie es so schön heißt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Einige Leute haben überlesen, dass das hier ja schon die Ladung ist und haben gedacht, dass das irgendwie der Strom ist und haben dann eben versucht, also wenn das der Strom wäre, daraus irgendwie hier die Ladung auszurechnen, indem man halt sagt, naja, die Ladung ist, also die Ladung in Abhängigkeit von der Zeit ist irgendwie das Integral zeitlich über den Strom, und dann müsste man auch die Grenzen einsetzen und über die Anfangsladung nachdenken. Und dann wäre die Integration dieser E-Funktion hier natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das war überhaupt gar nicht gefragt, ne? Sondern die Ladung war gegeben, der Strom war gesucht, man musste einfach nur ableiten. Dann gab es sicherlich relativ viele Probleme dabei, diese E-Funktion hier aufzustellen. Ne, wenn man aber so ganz grundlegend über die E-Funktion nachdenkt und wie man halt Funktionen verschiebt in X- und Y-Richtung und skaliert in X- und Y-Richtung und in horizontaler und vertikaler Richtung dann und mal eine kleine Probe macht und ungefähr weiß, wie diese E-Funktion funktioniert, ist das auch keine große Raketenwissenschaft, auf diese Formel hier zu kommen. Und der nächste häufige Fehler ist, dass also hierbei irgendwas schiefgelaufen ist und das dann irgendwie, naja, entsprechend danach so mehr recht bis schlecht gezeichnet wurde und dann diese Zeichnung hier unten einfach nicht logisch zu der da oben passt. Im Sinne von, dass hier unten muss die Ableitung von dem da oben sein. Also müssen wir hier oben, können wir uns grafisch den Anstieg anschauen und dann muss der Anstieg der Kurve hier oben muss eben der Funktion, der Ableitungsfunktion hier unten entsprechen.